Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich wieder. Wieder mit meinem Konterfei und wieder mit meiner Stimme. Ja, wie soll ich jetzt anfangen? Ich weiß es nicht. Ich werde mal ehrlich sein und mal Folgendes sagen. Ich habe zwei Folgen natürlich jetzt ohne Kommentare gespielt und auch ohne mein Gesicht, weil das bringt ja nichts, wenn man nur mein Gesicht sieht und sonst nirgends. Es ist so, dass ich einfach mal wissen wollte, wie das kommt, ob das jetzt besser ist, ohne Kommentar und ohne mein Konterfei, um sich halt eben auf das Spiel zu konzentrieren. Ne, also der Zuschauer, ich kann mich da nicht hineinversetzen als Zuschauer, bloß halt eben, wenn ich andere Leute streamen sehe oder Let's Playen sehe. Und wie schon gesagt, das kann ich für mich so nicht beurteilen, was hier mein Stream oder mein Let's Play angeht. Da wollte ich wissen, ob das für euch besser ist, wenn ich meine Fresse, hätte ich beinahe gesagt, sorry, meinen Konterfei nicht zeige und meine Kommentare weglasse. So, schaut mal, was hier los ist. Ganz viele von diesen Apien. Da wollen wir mal gucken. Aber da, oh, die hauen alle ab, die kommen ja gar nicht rüber hier. So, Batsch. Okay, das sind normale Pfeile. Wo bin ich denn hier übrigens? Ich guck mal gerade in eine Karte. Und zwar, Rico, schaut mal. Wir sind ganz oben. Also links über dem Tal von Ashtod. Die machen Krach. Hammer. Was sind das für Sachen hier? Ja, wie schon gesagt, ausschlaggebend war auch ein Kommentar in Facebook. Jetzt muss ich erstmal mich mal konzentrieren und hier aufpassen, dass ich hier die Harpien doch noch wegkriege. Eventuell ohne... Ja, das sieht schlecht aus. Man sollte nicht labern und gleichzeitig spielen, ich weiß. So, dann fangen wir hier nochmal an. Und gehen wir wieder hier ums Eck und gucken mal, wie wir hier mit den Harpien nach und nach verfahren können. Wie die ankommen, die kommen halt eben an. Okay, du kommst nicht an. Du kommst an. So, mal gucken. Ob das mit Giftfallen besser geht. Die hauen alle ab. Die wollen alle nicht. Okay, mit Giftfallen ist das schon besser. Okay. Dann muss ich auch nochmal hier speichern, weil sonst... Sonst wird es mir wieder zu grisselig hier. Oder mache ich die erstmal hier weg? Stopp, du. Und dann werde ich weiter erzählen. Okay, ein bisschen was haben wir einstecken müssen, aber das ist immer so. Ja, nee, nicht springen. Bin wieder völlig... Die sind wahrscheinlich unten hier am Kämpfen, ich weiß es nicht. Nee, okay, das sind Minecrawler unten. Ja, wie schon gesagt, eben erwähnt, aufmerksam geworden bin ich auf einen Kommentar. Wie schon gesagt, ich will ehrlich sein. Nicht, dass ich etwas zu meinem Unterhaltungsprogramm beitragen würde, was meine Schwäche angeht. Ich habe wirklich diese Schwäche. Also der oder diejenige wird sich angesprochen fühlen. So, und deswegen habe ich mir gedacht, da machst du mal zwei Folgen ohne Kommentar und ohne Bild und schneidest das so, dass ich da noch irgendwie drumherum gehen kann, dass ich nicht hier so wild durch die Gegend laufe. Und das werde ich auch in Zukunft so machen, das habe ich mir überlegt, so von wegen, ich lasse es einfach unerwähnt, so von wegen hier, ich kann mich nicht orientieren und sowas und dann... werde ich das nicht mehr erwähnen. Das ist, glaube ich, auch die bessere Lösung. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Gut, ich habe hier einen Schalter betätigt. Da hinten ist noch einer. Ich denke mal, davon abgesehen werden wir wohl weiter müssen. Aber wie? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich brauche ich wieder einen Blutfliegenspruch, um da hinzukommen. Aber das geht ja auch nicht. Das sackt ja nur ab. Hehe, das ist echt übelst. Oder ich muss irgendwie von unten rumkommen. Das
Und ich habe hier wieder was übersehen. Das ist ja, das ist ja übel. Hm, clever gemacht. Komme ich hier irgendwo oben hoch? Auch nicht. Das scheint nach so einer unmöglichen Sache auszusehen. Oder bewege ihn nochmal und achte mal auf die Umgebung, ob irgendwas passiert, eine Brücke rauskommt. Ja! Das habe ich nicht gesehen, liebe Freunde. Das habe ich eben nicht gesehen. Okay. Das heißt also, wie ich schon gesagt habe, mehr fokussieren auf die ganze Geschichte. So. So, und da, hier braucht man diesen Schalter auch nur einmal zu betätigen. Nicht wie bei diesem Drückerchen-Schalter da. Dann kommt die Brücke also raus. Das heißt also, hier ist ein Schalter, da kommt eine Brücke raus. Aber von hier aus noch nicht zugänglich. Weiter im Prospekt. Bin ja durch den Sumpf gelaufen zuerst. Und ich meine, dass wir da hinten rüberkommen, wo ich in der einen Folge, da habe ich ja zwei Zugänge gefunden. Wir gucken uns das ganz genau nochmal hier an. Und ich glaube, dass ich dann von da aus oder hier hin. Nee, das ist ja die Leiter. Ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen puzzelig, das Ganze. Ja, für mich auch. Das ist puzzelig. Ja, und außerdem hat sich bei mir noch so ein bisschen was zugetragen, was nicht so fröhlich war, aber... okay. Was nicht so fröhlich war, aber trotzdem. Ich hab's verarbeitet und alles wieder im Lot, also wirklich cool. Aber wie schon gesagt, bei den beiden kommentarlosen oder unterhaltungslosen Folgen habe ich dann halt eben trotzdem dran gedacht, noch mindestens Folgen zu machen. Ja, das war das mit dem versteckten Busch. Beziehungsweise ich dachte, Felix, ich komme zu diesem Schatz von Felix, kam ich aber nicht. Und jetzt muss ich mal wieder nach dem anderen Zugang suchen, den ich in der einen Folge hatte. Ich gucke mal eben. So, und zwar musste ich wieder durch den Sumpf, über die Holzbrücke, an dem Wasserfall vorbei und habe ja hier noch einen Zugang. Nein, da ist es. Richtig, genau. Und jetzt gucken wir mal, ob das die gleiche Geschichte ist. Kann ich jetzt so nicht genau sagen. Gehen wir ein bisschen weiter. Ach ja, und oh, warum? Ja, es ist der gleiche Zugang. Ich stand ja vorher da drüben. Nee, oder? Ja, da hinten sind die Leitern. Genau, richtig. Okay, aber bin noch nicht ganz da unten runtergekommen. Dann müsste ja die Brücke... Na, Leute! Ah, Drachensnapper. Und ich habe ihn nicht gegessen vorher. Vielleicht sollte ich mal schnell abgespeichert. Habe ich jetzt. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja hier auf dem schmalen Grat den Drachensnapper trotzdem fix und alle machen. Das sieht kritisch aus. Tja, schade. Jawohl, mal gucken, ob er mich noch... Ah, jetzt ist natürlich wieder der Ring nicht mehr am Tun. So, lässt du von mir oder kommst du noch? Ah, schade, jetzt ist er runtergeplumpst. Lebt er denn wenigstens noch? Guck mal. Jawohl, und hat ein bisschen Schaden davon getragen. Also, davon ab. Können wir so lassen. Ich sollte mal was essen. Jupp. Okay, gehen wir mal hier weiter. Hier hat er ja gestanden, der Halunke. Okay, Harpien sind da hinten. Flups, da sind noch mehr. Ah ja, bin ich mal gespannt. Da ist unten die Brücke, die ich ausgeschoben habe. Mit dem Schalter, okay. Das ist eine sehr interessante Map hier, beziehungsweise sehr herausfordernd. Ja, okay. Gucken wir mal. Kommen denn welche?
noch nicht, aber auf jeden Fall erstmal sicherheitshalber mal den Bogen mit dem Giftpfeil bespannen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Harpien wegkriegen. Okay, ja, da ist wieder ein Drachensnapper. Gucken wir mal. Okay, das wird nichts mit dem Bogen. Das wird mit dem Bogen leider nichts. Der bringt zu wenig Schaden. Deswegen... Na, super, klasse. Ach, liebe Leute. Manchmal funktionieren Dinge nicht so, wie man es möchte. Und manchmal funktionieren sie wie geschmiert. Jetzt zum Beispiel, ne? So. Ah, jetzt kommt eine Harpie, okay. Also aus dem Drachensnapper sind dann später zwei Harpien geworden, wo der Drachensnapper dann hingeflogen ist oder hingegangen ist, besser gesagt, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, gut. Gucken wir mal, ob noch was mehr auf uns zukommt. Ah ja, okay. Ah, da ist auch der Drachensnapper und drei Harpchen, so wie ich das gerade eben mitbekommen habe. Aber lass mal erstmal diesen Drachensnapper, der schon angefressen wurde. Beziehungsweise, ich glaube, das ist der runtergestürzt ist. Okay. Und dann holen wir uns gleich da die Krallen ab. Die verbleibenden Harpchen können wir dann trotzdem noch... ja, müsste eigentlich klappen. Dem El Bastardo. Da ist wieder ein Schalter. So, mach es mal knapper hier. Okay. Die da hinten bleiben unbeeindruckt. Ah, da sind nochmal... waren es vier insgesamt. Oha. Naja. Roland, das war sehr knapp, weißt du das? Ja, echt knapp vor kurz. So, und du? Nicht zu plündern. Genau. So, der Bereich müsste eigentlich clear sein. Nicht zu holen. Und jetzt gucken wir mal, wo denn jetzt hier wieder eine Brücke rauskommt. Falls eine rauskommt, gucken wir mal hier in der Umgebung. Da. Wow. Schön. Wutsch. Jetzt heißt es, wie kommen wir denn da rum? Weil hier kommen wir nicht mehr rum. Hä? Oder? Hm. Wenn ich hier unten rumgehe. Hm. Sehr seltsam. Könnte von hier aus rüberspringen, aber das ist dann wohl... Ah, da hinten. Das könnte funktionieren, liebe Leute. Aber da hinten hat es zu viele Harpchen und mit meinem Bogen werde ich wohl noch keine ankratzen können. Oh, okay. Beide. Na okay, ich schätze mal, dass die jetzt... fernbleiben. Gut, die bleiben fern. Die sind runtergegangen. Dann versuche ich mal rüber zu springen, nachdem ich gespeichert habe. Okay, ein bisschen wackeln, damit wir gut aufkommen. Genau, da ist schon mal eine. Die will auch nicht. Gucken wir mal, was wir hier in diesem Bereich haben. Haben wir noch irgendwelchen Loot? Aha. Würde mal sagen... Oh, da hinten ist ein... Ein oder zwei, besser gesagt, wie heißen sie? Schwarzer Dämon. Also da hinten sieht es auch nach einem schwarzen Dämon aus. Da sind sogar mehrere. Auch schön. Ah, haha, lustig. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. So. Wo hat sich denn jetzt was getan? Ach, da. Die Brücke zu denen. Ah, ha, 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 ha.
Ah, das ist ja Uri hier. Das sind Puzzle-Geschichten, die erinnern mich an Soul Reaver, ein uraltes Spiel. Aus den 90ern, war das 98, 96, weiß ich jetzt nicht. Ich speichere mal. Gut, dann gucken wir nochmal, wie viel wir hier haben. Drachensnapper, noch ein Drachensnapper. Okay, erstmal ein bisschen aus der Ferne ankratzen. Der andere. Die werden ja richtig fix, die Teile. Okay. Okidoki. Drachensnapperchen erledigt. So, weiter geht's. Gespannt, ob er hier auch wieder Sackgasse ist. Ah, hab hier. Ah, du liebst ein bisschen. Okay, der Drachensnapper hat Kurs genommen. Die Harp hier bleibt zum Glück da. Okay. Na, jetzt habe ich wieder nicht fokussieren können. Okay. Das ging gut, nochmal gerade. Und hier haben wir die Harpie. Lass mal ruhig die Harpie mit meiner. Ah, die ist ja sogar mit meinem Ergebnis an Lebenspunkten mal eliminieren. Gut, okay. Ich werde dann mal jetzt sicherheitshalber meine Runde schlafen. Wir haben es schon 18.27 Uhr, damit es nicht zu dunkel wird. Packen wir unseren Ziegenfellschlafsack aus. Legen uns bequem in die Leiche der Harpie. Naja, müffeln tut sie noch nicht. Okay, bis zum nächsten Morgen ausruhen, dann ist das alles gut. Okay, dann nehmen wir unsere Ziegenfell-Geschichte wieder und schreiten voran. Okay. Da oben ist wieder was, entweder ein Gestrüpp oder ein Getier. Nein, nix. Irgendwelchen Loot hier? Hier bei dem kaputten Wagen. Meistens ist was dort. Aber nicht. Ja, ich bin nicht so energetisch aufgeladen. Aha, jetzt geht es zum Beispiel da oben hoch. Gehen wir mal hier oben hoch. Schauen mal, was sich noch in den ganzen Ecken verbirgt. So, Lille. Kommen diese Holzbrücke etwas näher. So, da geht es wieder um die Ecke. Ich speichere mal ab. So, dann machen wir mal eine Vollheilung. Vollheilung. Gut. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Genau. Da ist ja die Harp hier. Dann ist sie wieder über mir. Na los. Gut. Machen wir hier über uns drüber. Oh! Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Moment mal, nee, mit dem Pfeil und Bogen wird da nichts bringen. Dann kommt er sofort auf mich zugerannt. Aber von hinten mal eben kurz einfach mal draufhauen. Die Animation vom Drachensnapper ist ja auch lustig, wenn er immer so mit seinem Kopf schüttelt. Als wäre er kurz besinnungslos und versucht dann durch das Kopfschütteln seine Besinnung wieder zu bekommen. Ja, auch hier sollte ich mal was machen. Aha, man kann da rum und man kann eventuell dann auch hier rum. Aha.
erstmal so rum. Aufpassen machen. Okay, dann geht das hier noch weiter hoch. Und da kommt wieder eine Harpie auf mich zu. Die nimmt die Abkürzung. Oh! Und hat sich auch noch unsichtbar gemacht. Das war natürlich jetzt nicht so pralle. Jetzt ist sie wieder sichtbar. Ich habe abgespeichert. Ich gehe nochmal erstmal den anderen Weg. Und schauen wir mal, wo wir hier ungefähr hinkommen. Da sind wir her. Und da haben wir wieder was zum Abbauen. Ein Schwefelklumpen. Ich pack mal drauf los. So. Bis ich nichts mehr holen kann. Und hier gibt es auch nichts mehr zu holen. Das heißt, wir können wieder in die andere Richtung. Und dann die eine Spirale hochgehen. Also hier. Sip, sip, sip. Bis wir dann hier sind. Und schauen wir mal. Brücke. Und auf der Brücke, am Ende der Brücke. Leute, ist das eine Aussicht. Okay. Das ist ja wirklich ein Puzzle. Puzzle im Felslabyrinth, würde ich mal sagen. So, ich ja noch ein bisschen. Das ist immer doof, wenn die über einen schweben. Nein! Das schneide ich nicht raus. Diesen Fehltritt, der sollte gezeigt werden. Wie auch in einer anderen Folge, wo ich dann auch so einen Fehltritt hatte und runtergefallen bin. Jep. Gucken wir mal. Locken wir sie erstmal. Oh, die hat aber schon eine. Nee. Aufpassen. Ja, immer wenn ich fokussiert bin auf die Harpie, dann dreht sich der Roland mit. Und dann kann es halt eben zu Fehltritten kommen. Aber die Harpie, die will nicht absinken hier. Doch, die sinkt ab. Aber nach unten. Okay. Die sind ja nicht verloren. Die finden wir ja eh wieder alle. Zum Beispiel da unten. So, lässt du dich jetzt mal bitte schön von mir verkloppen? Danke sehr. Weiter geht's. Okay. Es gibt die Möglichkeit, hier rumzugehen. Es gibt die Möglichkeit, hier noch weiter rumzugehen. Schauen wir doch mal, wo wir hier rauskommen. Aha. Wieder ein drachiger Snapper. Warte mal. Schade. Ein bisschen was einbüßen müssen, ne? Was kommt denn da noch? Wieder so eine Sumpfgeschichte oder wie? Ja, gucken wir mal. Ich habe mich wieder ein bisschen aufgetankt. Ich sehe, da ist was. Ich kann mir vorstellen, hier sind mehrere. Das hieße quasi, dass ich mir jetzt mal einen Spruch anlege. Und zwar mache ich am besten den Eisblock erstmal hin. Dass wenn mehrere kommen, ich einen zumindest mal einfrieren kann. Da könnte Sackgasse sein. Aber Risiko ist alles. So, da ist er. Den Abstand wahren. Hallo? Er
Erster Versuch hat leider nicht geklappt. Ah, kommt der andere schon an. Versuchen wir den mal hier eben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Okay, das hat geklappt. Das hat nicht geklappt hier. Oder? Das war ein Nahkampf, wirklich. Makro-Nahkampf. Also wirklich sehr nah. Auch von der Kameras-Perspektive her gesehen. Ich mache mich mal wieder frisch. So. Okay. Ah ja, das tatsächlich nicht. Bestimmt ein paar Pilze, denke ich mal. Da ist doch schon mal einer. Buddlerfleisch. Und vielleicht sollte ich mal abspeichern, bevor es da um die Ecke geht. Dann zücken wir mal unser Bogen. Weil hier hängen so viel Faserzeugs runter. Ich muss auf dem Boden hier an Pilzen. Mal später machen. Hier wird es wieder interessant. Ach Leute. Komme ich hier durch? Oh, aha. Was ist denn jetzt los? Okay. Ach, schaut einmal mal, guck. Hier kann man durch. Also kommen wir wieder hier zu diesem kleinen Sumpfgebiet. Er ist im Wartmodus. Warum ist das so? Frag ich mich jetzt. Okay, das müssen wir mal, glaube ich, abschalten. Indem wir mit... Na, ich speichere mal ab. Lad neu. So, neu eingeladen und jetzt ist der Fehler wieder behoben. Sehr schön. Also. Dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit... muss ich noch mal schauen. Über die Brücke sind wir ja gekommen. Das dürfte dann der Weg, oder? Moment, Moment. Hier ist noch eine. Ja, man kann das verwechseln, oder? Ja, genau. Die hat hier, nämlich so ein fellbespanntes Geländer. Oh, sehr gut gemacht, finde ich. Ist eine gute Idee. Und knarren tut die auch. Ja, dann geht es hier weiter runter. Ich mache noch mal eine Speicherung. Okay. Ich erinnere mich, ich bin doch, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, bin da oben gekommen, ne? Also hier rüber und dann da. Ja, das müsste es sein. Jetzt kommen wir zum Beispiel ganz runter auf den Grund. Auf den Grund hier von diesem steinigen Höhlenlabyrinth mit Schaltern. Wir haben einen Drachensnapper, der auf uns wartet, da hinten. Und machen wir den mal kalt oder wie oder was? Ne, es sind zwei. Da kommt der erste schon mal an. Der schleicht sich an. Gut, ja, scheiß Geschwindigkeit, sorry. Aufpassen, dass wir nicht so nah an die Range von dem anderen Drachensnapper kommen. Na, der hat uns noch nicht gewittert. Wollen wir uns mal eben hier den Loot und widmen uns den weiteren Drachensnapper. Zähe Figur hier. Eine ganz zähe Figur. Okay, hier geht es noch weiter runter zu einem nächsten Schalter. Umringt von jede Menge Harpien. Gucken wir mal. Es gibt wenig Loot hier in diesem Steinschalter-Labyrinth. Steinschalter-Labyrinth, das ist gut. So, okay. Bevor wir uns aufladen mit neuer Energie,
für die nächste Folge, um da hinten den Schalter zu betätigen, sage ich Arrivederci, goodbye, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich natürlich weiterhin auf Kommentare und Daumen. Macht's gut, tschüss.